Hallo und herzlich willkommen bei unserem Definitely Not Fried Chicken Stream. Vielen, vielen Dank für die Entwickler, die mir hier einen Key zur Verfügung gestellt haben. Für die Leute, die es noch nicht kennen, Definitely Not Fried Chicken ist eine Wirtschaftssimulation, wo wir Drogen verkaufen, wie ihr auch schon im Hintergrund sehen könnt. Aber auch gleichzeitig im Vordergrund eine Fastfood-Kette, die Hühnchen verkauft. Und ich entschuldige mich jetzt schon bei allen Leuten, die deswegen jetzt ultra Hunger haben werden. Das bin ich auch eingeschlossen. Ich habe jetzt auch richtig Bock auf so KFC. Aber gut, so ist halt. Dann hier einmal Jerun. Ich habe es leider noch nicht angespielt. Das heißt, ich mache das gemeinsame Tutorial mit euch zusammen durch. Und genau. Und anscheinend wird auch daran gearbeitet, wie ihr jetzt hier seht, weil anscheinend muss man im Einstellungs-Screen speichern, anstatt irgendwie einfach nur so irgendwie in den Hauptmenü oder was auch immer. Jetzt ist die Frage, wer von euch hat denn schon Breaking Bad geschaut und bis wohin? Ich glaube, ich habe die Staffel 1 geschaut. Ich bin gerade gar nicht sicher. Eventuell bin ich schon bei Staffel 2. Ist eine gute Frage. Ich kann diese Frage bestimmt beantworten, indem ich kurz hier Netflix aufmache. Und dann sehe ich... An sich. Breaking Bad. Und da bin ich jetzt in der... Ja, Staffel 2, Folge 14. Und da hat es mich beim letzten Mal so... Folge 10. Scheint... Ja, ich könnte aber mal noch 4 Folgen schauen, damit ich wenigstens mal beim Ende der Staffel 2 angekommen bin. Und meine Fresse, er braucht das lang zum Laden. Ja. Genau, also hier, ne, das Spiel hat auf jeden Fall, wie ihr schon, wenn ihr die Serie kennt, habt ihr gesehen, dass das Inspiration natürlich an Breaking Bad nimmt. Ich hoffe, das ist jetzt noch kein Spoiler mehr für irgendwelche Leute, die jetzt hier zuschauen. Also doch, dann sagt kurz Bescheid, dann höre ich auf zu spoilern. Und macht stattdessen einfach nur wieder unsere Telefonstimme an, hier so. Ich muss zugeben, ich finde irgendwie das Mikrofon-Setting ziemlich cool. Muss ich aber noch ein bisschen mit rumspielen. Ah ja, saubere Straßen, eine boomende Wirtschaft, ein gesunder Exportmarkt und neue Gebäude jeden Tag. Einkäufer, ein Paradies für Einkäufer, für Blue Collar, White Collar. Ich weiß gar nicht, Blue Collar war, glaube Management, White Collar war Arbeitende. Wohl White Collar war, glaube Office und Blue Collar war Management. Was war das? We've moved across country and accepted a job as Chicken Shop Manager. In your community oder so. Ah, nee, Partner, hier bist mir bei. Warte mal, der Typ ruft doch bestimmt an, oder? Der ruft doch bestimmt an. Howdy, partner. You must be my new manager. My friend call me the Major, but you can call me Boss. You can get this place back up and running, I'll pay you a juicy bonus. How does 50k sound? You pan around the map, hold the middle mouse button down and drag the mouse, or use the WASD key. To rotate the camera right, hold the right mouse button down and move the mouse left and right, or use Q and E. I love little chickens. They're so cute and tasty. Place a chicken coop in a restaurant kitchen. Select the chicken coop. Get it. Oh, good. War mir nicht ganz ersichtlich. So, Chicken Coop und dann packen wir
Das ist hier so quasi Farm to Table. Farm to Table. Oder Farm to Table? Farm to Table, glaube ich, heißt es eigentlich. Und zwar von der Farm direkt auf den Tisch. Ist voll gesund hier. Also abgesehen, dass die Farm neben der Fritteuse steht und die Chickies vermutlich alle kleine Brandflecken haben. Time to turn these little chicks into little nugs. Put a small blender in the kitchen too to complete the process tree. Don't tell animal welfare about this one. Chicken Nuggets. Schroti, Schroti, Schrot. Ach, dahin soll das. Okay. Well done on setting up the chicken nuggets production line. As you have learned, for the whole production line to work, you must have at least one appliance from each part of the process tree. Now, we need some new employees. I worked my last one still to the bone. We'll start with a regular worker. Okay. Ah, here. Employees. Dingen heiren. Und genau, der darf Fries und Nuggets machen. Shit, ich habe jetzt halt ernsthaft, ich habe jetzt langsam echt Hunger. Genau, einer muss noch an die Kasse und dann noch ein Engineer, der irgendwie alles in Stand hält und einer, der sauber macht. Schedule-technisch. Ha? Okay, okay, okay. Was wollen wir? Briefcase Work, Smiley Face Break. Das heißt, wir wollen, dass er komplett durcharbeitet, natürlich. Dann machen wir es einfach genau wie der andere. Komm, dann arbeiten die gemeinsam. Wir dürfen sogar bestimmen, wann er schläft. Richtig krass. So, und dann dürfen wir sagen, ob sie beim 1er oder beim 2er Schedule, also beim 0er oder beim 1er Schedule sind. Es wird, okay, als Programmierer bin ich es gewohnt, ab 0 zu zählen. Für Menschen, die keine Programmierer sind, finde ich es ein bisschen seltsam. Also für normale Menschen, die damit nichts zu tun haben, ihnen dann zu sagen, du fängst ab 0 an zu zählen, ist irgendwie seltsam. Da hätte die Nummerierung besser machen können. Oder was sagt ihr dazu? Ist euch das egal? Würdet ihr es verstehen? Oder findet ihr es seltsam? Whilst our new employees will love working their jobs for the rest of their lives, they do have another annoying needs. They have other annoying needs. Employees will need a bathroom to maintain their hygiene, along with a break room to take a break from their wonderful jobs. See that dirt patch out the back? Let's build a toilet for our new employees there. I tried making my previous employees hold it in, and let me tell you, it wasn't pretty. And in painting mode, simply click here. Mm-hmm. Click and drag. Okay, one more. Dann können wir hier Toiletten hinstellen. Und auch eine Türe. Und Waschbecken. Achso. Kann doch noch. My employees need a place to hang out and take a break. Let's give them a break. Staff Break Room. Zeichnen wir einfach hier direkt neben die Fritteuse. Eine Türe dahin. Und dann stellen wir da einen Fernseher hin. Das war's auch schon. Nein, brauchen wir nicht viel. Ach so. And a brown sofa. Und ich dann das hier. Wir könnten voll assi sein, einfach den Sofa mit dem Rücken zum Fernsehen stellen. Ach nein, wir dürfen das nicht. Wie schade. Buh. Buh, I tell you, buh. So, wo ist jetzt die Kaffeemaschine?
Last thing we need is we need to make some money. Toggle the chicken shop open. This means customers will start coming in during business hours. Yay. Great work, partner. You fixed my chicken shop right up. In fact, you did such a great job. I think this place could run itself. In other words, you're fired. Goodbye. Was ein Arschloch. Was ein Arschloch. Hello, my name is Mr. Turney. I represent a group of individuals who have an interest in seeing an increase of the supply and the sale of recreational materials in this area. We heard you were looking for new opportunities. Are you interested? Yes, I am. You can trade your products with our other local businesses for various upgrades. The university can supply new equipment. The gun shop will trade for new weapons and traps. And the scrapyard can provide new vehicles and other useful items. Let's do this. Great, this city has opened up this derelict park as a new enterprise zone. We have taken the liberty of providing you with 2 plots of land free of charge to get you started. The plots we're providing you free of charge are this corner plot. Which one? Ah, there it is. Down. I have. And the plot on the right to it. You can buy more plots here to expand your buildable area. With each new plot you buy, you will also be able to hire an additional 2 employees for your chicken factory. While we're here, let's just place a vertical road to connect to the main road. You'll need this to connect to your garages later. What size here? Spannend. Spannend, dass wir... Hä? Okay, krass, dass wir hier das hier, dass wir das hier so machen müssen. Das ist etwas absurd. Aber gut. Now you've got some land, I'll help you get set up with a small farm producing basic cannabis. First, build a grow room and add a door. Warum eigentlich diese komische Perspektive? Die total ruhig. So, also Türe soll hier hin. Dann sollen wir da jetzt was reinstellen. Hier Betten, eine Palette. Und ein Tisch. So, Tisch, Palette. Always remember to complete the process tree. You can improve the quality of your products by adjusting the environmental conditions in which they are produced. For example, if you add lights near the basic cannabis pots, this will improve the quality of the cannabis to good or even excellent. Each appliance that processes a product has a useful tooltip which tells you what the ideal conditions are for the product at that location. Hover over the product icon. And we see ideal is hier Lichter. As you can see, the lighting level is less than ideal. Let's do something about this. Place some lights. Gray will to modify the AOE amounts to fine-tune your factory design. We do not need all these lights to be fully lit. And it will be more economical to turn some of them down. Click on the lights to open their configuration panels. Then, you will then turn the lighting value. Do. You will see the effect this has on the running cost of the lights. Do we now? You cannot select objects for configuration when in build mode. The overlay options will show you the current environmental values for each grid position location, very useful for fine-tuning conditions. Okay.
Turn off the light overlay when you're ready. Congratulations, your farm is now producing excellent quality basic cannabis. Better quality drugs fetch higher prices. Also need to hire some workers to turn these basic cannabis seeds into your pure profit. Let's hire two workers for now. Fällt gerade auf, ich sollte noch kurz mal neues Glas trinken holen. Bin gleich wieder da. Kurze Werbung und eine kurze Pause. Gleich. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, ihr habt euch was zu trinken geholt. Ich habe mir auf jeden Fall was zu trinken geholt. Und es war ganz gut. So, genau, wir sollen jetzt die zwei Leute anheuern. Bip. Die sollen jeweils. Keine Ahnung. Stuff machen. Hover gibt's nicht. Hover ist langweilig. Wir sollen vermutlich. Oh, warte. Wo war grad? Ah, okay, hier. Okay. Vermutlich geht's um Cannabis und ausliefern. So. Dylan Wilson oder Nicole Fisher? Und sie kriegt Gardening Gloves. Small basic cannabis farm. Now successfully blah. Build a storeroom, then add a door and two boxing stations. These will be used to package your product ready for shipping. Sounds awful. Hier. Du bekommst eine Türe. Und zwei davon. Warum stellen wir das nicht hier in die Mitte? Seltsam. Well done, your product can now be boxed and ready for distribution. We'll need to hire an armed guard to protect your product. Hire a guard from the employees panel. Ja, hier hast du. Und du kriegst einen Basie. Your product now has at least a little protection. Your guard will now freely roam around your compound, or if you want, you can learn to give them a room. Was? Give them a room group? Using the criminal education program later on. Okay. Now you've made something and select and place a mobby garage from the. Yeah. Great, you're almost ready to start shipping out your product to loyal customers. Now we just need to buy a hotline. Purchasing the hotline monument will allow you to start accepting orders from around the city. These customers will pay cold, hard cash for your product. Navigate to the hotline monument within the monuments panel, then purchase it. Hey. Start getting calls from interested customers, turn on your hotline. Aber wo tue ich das denn? Achso, hier. Hotline on. Okay. Other monuments will provide you with benefits, especially if you upgrade them. Nice. You're now ready to deliver your products to customers. Open the dispatch map to configure your deliveries. We have three customers that have already ordered some basic cannabis. Click on all the order icons to get your mopeds delivered to these locations. You are now bona fide. Genuine drug exporter. The whole operation is now up and running. I'll leave you to it.
If you need any extra help, see the criminal education program. Don't forget your employees will literally die for you if you don't look after them. Oh, and keep an eye on a major fella. He might not be happy with you stealing his business. This is where the criminal education program is located. By the way, right here. Setting up a business. Purchase laundromat business license. Create a room group. Huh? Here. Okay. Dann machen wir mal Pause-Modus aus. Lass uns dann dreimal hier arbeiten. Mal schauen. Achso, warte mal, stimmt. Können wir speichern? Oh, es gibt anscheinend nur einen Speicherpunkt. Okay, keine Speicherplätze. Finde ich bei einer Wirtschaftssimulation ein bisschen schade, weil da kann man sich ja doch schon mal schnell verbauen und kriegt es erst viel später mit. Aber vielleicht weiß das Spiel damit umzugehen und tut das nicht. Need some stuff. Jo, accept. Ist noch nicht. Ja, schade. Aber ja, anscheinend kann man mehr und mehr Geschäftsarten auch aufbauen. Also gar kein Problem. Alles, was da kommt. Muss mich ja nicht drum kümmern. Ja, jetzt das erste verpackt. Warum lässt du das so liegen? Habt ihr genau jetzt Pause bekommen oder was? Elend. Mal schauen. Sind denn hier gerade die Overlays nochmal gewesen? Was hier? Warum ist das ein Overlay? Ja, Licht. Wir haben gerade zwei Licht und deswegen. Ab. Der hier ist ein bisschen arm dran. Oh, is it dealing to open now, are you? I knew I was right to fire you. I'm sending a few of my boys and round you to cluck up. Das ist schlecht. Hat jetzt nicht so gut geklappt, würde ich sagen. Hm.
Good day, sir. Would you be willing to trade us with your herbs? I want to get higher than that time I went to the moon. Like, mankind is making small step, man is like leaping. No. The scientific community thanks you. Wurde gestartet. Ach Gott, wo sind wir denn hier? Mist, wohin habe ich mich verlaufen? Oh wait, das hier sieht so ein bisschen aus wie GTA San Andreas. Das scheint mir sehr gerade GTA San Andreas, links und hier sein. Und sich. Ich hätte gerade eben aufs Klo gehen sollen, als ich das Wasser geholt habe. Gut. So. Mach nochmal kurz Pause. Okay. Da bin ich wieder. Sorry dafür. So. Da steht jeder so dekorativ rum. Jetzt sollten wir erstmal unser Salat wiederfinden. Ich muss sagen, dieses krass rausgesucht ist ein bisschen anstrengend. Ist nicht hier irgendwo? Hier. Ja. Aber ich glaube, unsere Leute sind wirklich tot. Ja, unsere Leute sind tot. Ja, wow. Richtig krass. Eventuell hole ich mir auch mal einen Cleaner. Ich weiß nämlich nicht, ob wir den brauchen für Leichen aufräumen. Wir beliefern doch alle. So, jetzt die Frage. So, dafür bräuchte man vermutlich ein Indie. Oder? Ja. Ah, wir können nicht mehr Leute anheuern. Ja, das ist ja ungünstig. Okay, können wir vielleicht dann doch nochmal so ein Stück Land kaufen? 11.000.
dieses hier. Doch gut, SWAT ist gerade an uns vorbeigefahren. Stört es aber jetzt nicht, dass da irgendwie Leichen rumliegen. Ich meine, wird ja schlecht sein, aber... Nö. Das ist denn komplett Wumpe. Genau, der NG ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Der repariert den ganzen Spaß jetzt erstmal hier wieder. So, Die Frage, wo war das nochmal mit dem... Genau, hier. Keine Punkte verfügbar. Das heißt, wir können hiervon nichts freischalten. Konnten wir hier Lizenzen. Immer probieren, dass ich so ein Launchomat irgendwie aufzumachen. Nicht wie es geht. So. War das denn nochmal? Ja. So, nach angekommen. Und dann bauen wir OE Mitte. Garages, Storeroom, Bedroom, Bath Toilet, Kitchen. Kitchen? Wait, what? Genau, eine Kitchen können wir nicht bauen, oder? Wie bauen wir denn einen Waschautomaten? Ein Laundromat? Genau, Landscape will ich ja nicht. Ich will ja eigentlich nur ein Business bauen. Ja, schon. Die Frage ist, ist es wirklich smart, dass wir alle aktiviert haben? Wir deaktivieren erstmal alle. Ich will mal schauen, ob wir irgendwie die hier mal abarbeiten können. Ah, das heißt, wir sollten auch den Jackdaw eigentlich was machen.
das Ding ist, ich kann das gerade hier zum Beispiel gar nicht lesen. Okay, warum gehst du zuerst zu Matthew und nicht zu Elijah? Kannst du mir das mal sagen? Was, wir verfolgen den jetzt erstmal. Wir wissen, wie fährst du. Wohin? Hätt ihr auch ein Stück? So einfach geht das. Irgendwie, es taucht halt trotzdem hier nicht auf. Ist ein bisschen seltsam. Also ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass der Launchomat hier irgendwo auftaucht. Okay, die haben Hunger, das heißt, ich sollte ihnen tatsächlich mal eine Küche bauen. Türe zu. Und in der Küche findet ihr dann die Mikrowelle. Die muss auf den Tisch, okay. Mikrowelle. Kühlschrank. Kaffeeautomaten. Gut, sind jetzt zumindest mal glücklich. Ampel. Ich habe mich schon gewundert, warum der da angehalten hatte. Die Toilette haben wir auch nicht. Da war ja was.
schien sie da alle an und sehen nicht, dass da die Ding ist. Aber jetzt stellen sie sich bei beiden an, wenigstens. Und eine war jetzt nur so unglücklich, war da kurz darauf direkt nicht mehr sich dingsen. Ich glaube, der saß noch auf der Schüssel, als ich die Schüssel weggeworfen habe. Problematisch, dass wir gerade kein Geld haben. Ansonsten würde ich dem einen auch eine Dusche hinstellen, aber... ist gerade nicht drin. Wieder Geld drauf. Könnt ihr es auch mal rausfahren, oder? Ach, der ist unterwegs gerade. Mann, Fresse, ey. Also Lieferfuzzi halt überall hinfährt, aber nicht einfach nochmal... Ist aber hurtig hier. Ich muss ja fast schon schauen, ob wir nicht einfach nochmal eine neue Garage kaufen, anstatt irgendwas anderes. 250. Da verrotten die Leichen. Hättet ihr die nicht irgendwie mal wegräumen können? Das wäre irgendwie dann besser gewesen. Jetzt ausgeliefert. Es steht halt nur nicht dran, wie viel. Ach, Elend. Krass, dass keiner die Batterie, die Mikrowelle nutzt. Was ist mit dir eigentlich los? Warum bist du denn so grünlich? Du bist krank. Warum bist du denn krank? Keine Hygiene. Ach so. Die stinken alle. Ach, Scheißdreck. Geh doch Hände waschen, Jung. Oh je. Eventuell müssen wir diese Runde nochmal neu anfangen. Ist jetzt tot? Der ist tot. Okay, ich glaube, wir müssen diese Runde nochmal beginnen. Ich glaube, jetzt arbeitet auch nur noch... Ja, es arbeitet nur noch der Cleaner. Wir haben kein Geld mehr. Okay. Nochmal. Ins Hauptmenü. Ja, ja. Und dann fangen wir das nochmal an. Weil das ist... Die Runde ist ja jetzt... Hä? Okay, this is not the Hauptmenü. This is Exit, Exit, Exit. Jetzt bin ich ja... spannend. Ich hatte mir jetzt am Anfang nur Pech. So, New Game. Ohne Tutorial. Ja, hier, Start Game. Anscheinend dürfen wir auch nicht zweimal dasselbe Game haben. Muss man dann auch wissen, dass das so heißt. So.
Oh, die Lade. Das braucht halt Ewigkeiten zum Laden. Das ist so richtig bird. Ach hier, ach hier. Oh Gott, diese Ladezeiten. Ich hoffe, das messen sie noch nach. Wir können mal kurz auf der Shop-Seite nachschauen, auf der Steam Store Page. 80%. Okay. Was sagt die Steam Store Page? Okay, so. Also. Wir kaufen uns Land. Wir können frei wählen, was wir kaufen wollen. Ich würde sagen, ja, hier, die beiden passen eigentlich. Ich glaube, das ist eigentlich ein ganz guter Start. Wir bauen auch hier auf dem hier so eine Straße rein. Damit wir da gleich unsere Garage hinbauen können. Dann fangen wir an mit einer Garage, habe ich gesagt, oder? Ich würde sogar fast sagen, dass wir zwei Garagen hinbauen. Wir kaufen dann auch nochmal hier nochmal Land mehr dazu. Und dann bauen wir hier unseren Grow Room. Warte mal, das hier war genau der. Das heißt, wir haben hier so ein Setup 1, 2, 3, 4. Also wir brauchen mindestens hier, brauchen hier 5 Breite, 3 Tiefe. Das soll ja so rumstehen. Hier soll die Lampe stehen. Und dann brauchen wir hier so eine Palette. Und so einen Tisch. Okay, das heißt, ab hier bauen wir. Dann haben wir hier die, genau, hier 2, 4, 5. 3, 2 hoch. Und ich glaube, das sollte reichen. Jetzt gleich testen. So. Oh, eine Türe ein. So. Genau, damit die Leute auch gleich nicht. So, genau, wir können auch erstmal den Packraum bauen. Packraum. So. Natürlich auch eine Türe. Genau, und von da geht's dann auch in einmal die Küche. Küche und Klo. Wir machen das irgendwie so. Eventuell müssen wir gleich noch eine Wand reinziehen. Eventuell können wir das gerade gar nicht mehr, dang it. Eventuell können wir es nicht mehr. Also. Counter. Gucke. Mülleimer.
Tisch zum Essen und eine Spüle. Und jetzt die Frage, können wir das hier einstellen? Nee, ne? Erstmal das Klo noch hier. So, Klo. Ist ein bisschen eng hier. Hier rüber. Und das ist dann Break Room. Ja. Das ist also genau. Achso, vielleicht noch eine Türe. Hab gehört, soll praktisch sein. So, dann holen wir uns auch gleich Leute. Also irgendwie hier drei von denen hier. Und Guard. So. So, und ihr. Ihr sollt ne, wir machen sogar so. Evan soll das einzige rausfahren. Und sobald mal ein bisschen was gewachsen ist, soll auch Evan einfach alles machen. So. Lass noch direkt mal Leute irgendwie Bestellungen einreichen. Wartet ihr? Warte mal, habe ich den Schedule verkackt? Schedule. Arbeit, Arbeit. Ja, Schedule ist Arbeit, Arbeit. Warte mal, ist es 1.10 Uhr und was haben die nochmal für ein Schedule? So, tatsächlich um 1 Uhr ist Pause. Nina, vielen Dank für deinen Resub. Wie geht's dir? Oh Junge, Zeit für ein Subscribe-Update. Voll nice von dir. Herr Nina. Hier, hör mal das hier an. Hallo Nina, schön, dass du da bist. Ich ruf dich gerade von daheim an. Wollte fragen, willst du Pfannkuchen machen? Wie findest du? Ich find's voll gut. So, warte, ich will, genau, Overlay. Lichtoverlay. Klingt so ein bisschen wie Hallenbad.
Soll wie ein Telefon klingen. Okay, ich glaube anscheinend hierfür. Sein Leben zu finanzieren. Machst du nicht ernsthaft Gras an? Doch, doch. Die ist deine Wirtschaftssimulation. Wir bauen Gras an. Gras auch geknüppelt. Vergessen die Hotline anzumachen. Warte mal, warum ist das hier kontaminiert? Wer hat schmutzige Hände? Wer hat sie sich nicht gewaschen? Zumindest, ich glaube, ich kann das dann auch nicht mehr wieder rausgehen lassen, oder? Also ich kann das nicht löschen. Das, wenn ich sehe. Jetzt eigentlich gleich Geld. Nee. Aber noch nicht. So. Okay. Ich bin ein bisschen... verwirrt. Weil das passiert am Anfang anscheinend immer. Das heißt, ich muss mir jetzt einfach alle neuen Futzlichen wiederholen, oder was? Sei das im Herb. Ja, yeah, sure. Das ist ein bisschen seltsam.
Also vor allem ist es halt ein bisschen arg krass, dass wir einmal unsere gesamte Produktion kaputt gemacht bekommen. Und all unsere Leute. Das heißt, falls wir irgendwie den Fehler machen, wie gerade eigentlich gemacht, früh irgendwie schon ziemlich viel in Geld zu investieren. Weiß nicht. Ja. Aber auf den Abonnierenden, weißt du, auf den OnlyFans Tycoon bin ich auch noch gespannt. Ich meine, den Camgirl Tycoon, den gab's schon. Den habe ich mal vor einer Weile bei Dings hier gesehen, hier, Let's Game It Out. Der hat dazu witzigen Content gemacht. Oh ja. So, das Einzige, was ich jetzt gerade nicht verstehe, wir haben doch da draußen jetzt diesen Fuzzi. Achso, der ist auch schon unterwegs dann gewesen. Aber wir haben noch zwei davon. Warum fährt niemand mit dem Moped in der Gegend rum? Warum steht die einfach nur dumm in der Gegend rum? Okay, wir müssen es einfach so machen, dass alle fahren dürfen. Und sind jetzt dann besser. Nee, immer noch nicht. Hallo? Könnt ihr mal bitte losfahren? Guck, da wird's hingebracht, aber warum denn nicht bei dem? Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir nichts hätten. Wir haben jede Menge Ware hier. Warum fährt denn da keiner los? Oder ist irgendwie die Prio von dem Grow Room zu hoch? Okay, warte mal. Wir haben hier chillen. Was ist das? Das ist vielleicht arbeiten. Also wir können sagen chillen oder arbeiten. Ja gut, aber das brauche ich ja nicht. Muss jetzt vielleicht anfangen tatsächlich hier. Room Groups. New. Garages. Confirm. Nee. Will ich ja nicht machen. Ich will, dass ihr fahrt, Leute. Okay. Aber ich habe extra eine zweite Garage hingestellt, damit die genutzt wird. Aber nee. Oh! Was? Warum? Hä? Der Typ sitzt da jetzt die ganze Zeit da drin? Warum sitzt denn der Typ die ganze Zeit da drin? What? Okay, warte, wir zählen mal kurz durch. Also, einer in der Garage. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wer ist der Typ in der Garage? Wir haben nämlich nur 6 Mitarbeiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt die Frage. Achso, nee. Also das. Okay, die Garagenfuzzi sind wohl eigenständige Dings.
eigenständige Charaktere. Das heißt, aus welchem Grund auch immer, unser Garagenfuzzi will einfach nicht losfahren? Geht's vielleicht jetzt? Das ist halt ein bisschen Trollolo. Ich meine, wofür habe ich denn den zweiten Garagenfuzzi geholt? Ist das ein Bug? Mache ich irgendwas falsch? Ich glaube nicht. Ich meine, das hier ging ja auch von alleine. Ich habe hier noch nicht mal die Möglichkeit, da irgendwas zu machen. Wenn hier sagen, das soll hier alles nicht verkauft werden. Muss das hier. Hier muss ich das auch nicht einstellen, ne? Guck, aber da fahren sie schon den nächsten wieder. Also irgendwie, dieses Ding ist broken. Ich habe einfach auf den hier keinen Bock. Was ist Dave? Ich bin voll traurig. Okay, ich frag mal. Ich such mal kurz. Moped Driver not delivering. Ach nee. Oh. Das sind jeweils eigenständige Dings. Du musst denen jeweils die Aufträge zuweisen. Du kannst nicht. Es wäre auch zu einfach, wenn du einfach sagst, so, okay, alle machen alles. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich viel Geld dadurch verliere, weil ich mal die Aufträge vermutlich jetzt nicht schaffen.
alle stehen sie vor der Schnauze, wenn er eigentlich gerade Fernsehen schauen würde. Schon ein bisschen gemein so. Kann das sein, dass der Fuzzi... Ach doch, doch, kann... Kommt doch nicht dahin hin? Kommt anscheinend nicht dahin. Okay, anscheinend ist es nicht so gedacht. Verdammt. Das war so nicht gedacht. So. Mist. Das ist natürlich auch scheiße. Das hier war ausgewählt. Aber oben stand Storeroom dran. Und deswegen dachte ich so, ja, okay, ich bin ja schon im richtigen. Könnt ihr mal bitte wieder aus dem Funk rauskommen? Oder habe ich jetzt irgendwie eine Uhrzeit? 6.51 Uhr? Was sagt denn der Schedule? Machen die Pause? Nee. Eventuell habe ich sie jetzt einfach gebuggt. Eventuell habe ich sie jetzt gerade wirklich allesamt gebuggt. Ja, nice Scheiße. Coolio, und irgendwie, jetzt kommen aber auch keine neuen Leute nach, ne? Die Türen nicht mehr? Okay, mit irgendwas haben sie jetzt Probleme, Wegfindung zu machen. I have no idea. Okay, wir müssen nochmal neu starten. Zwischenwand? Doch, die Zwischenwand hier hatte ich schon immer.
Die Zwischenwand hier hatte ich auch immer. Aber selbst, ich meine, die Leute auch im Storeroom, die machen, haben sich ja auch nicht mehr bewegt, die haben nichts mehr getan. Spiel, Leute, ey. Kann ich mal probieren, Load Game. Wohin laden wir denn da? Das Ende geht blöde, ist das Laden braucht zu Ewigkeiten. Aber ja, ist halt noch Early Access. Das scheint gerade noch sehr, sehr, sehr buginfeste zu sein. Oder sehr anfällig zumindest für Bugs. Drei Stunden später. Oh. Ich weiß gar nicht. Wenn das jetzt hier wieder schief geht, dann überlege ich echt, ob ich aufhöre. Ich weiß, es ist heute einfach nicht der Tag zum Streamen. Wer weiß. Aber es ist schade eigentlich. Weil ich hätte Bock auf dieses Spiel. Es ist so. Es ist eine witzige Idee. Sieht auch eigentlich ganz nett umgesetzt aus, aber. Ja. Also ich glaube, was halt echt helfen würde, wäre. Ah, okay. Wow, okay. Das Spiel. Autosave? What is this? Oh je. Autosave. No, no, no. Na, da brauchen wir hier viel, viel Lampen. Und ich glaube hier 2 oder 6, wir schauen. 2 oder 6. Also, na, Lampe. Also, wie viel Lampe? Lampe. Kasten. Stimmt, ich hatte das sogar noch ein bisschen größer. Ja, das nämlich noch hingepasst. So. Lampe, 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 Lampe. Oh, und jetzt hängt das? Das Spiel ist hanging? Das Spiel ist hanging. I has SSD. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel auf der SSD liegt. Ich glaube, es liegt auch nicht auf der HDD. Obwohl, es könnte auf der HDD liegen. Aber andererseits, ich meine, warum braucht das denn so lächerlich lang? Kein anderes Spiel, das in der Größe unterwegs sein sollte, braucht so lang mit Laden. Das ist einfach nur unperformant. Also unperformant wie nur und... Ich meine, es ist gerade gecrashed. Es ist krass. Ah, Chinas. Naja. So, Finger hinten nach hinten biegen, Finger nach da hinten biegen. Unten
unten oben auch nach oben. Hände nach hinten klappen und das Dach anheben. Dann Angelrute auswerfen. Ach ja, Isabel. Und Dave, stimmt. Ich weiß nicht, du hast es vermutlich auch noch nicht gehört, Dave. Deswegen, hier. Genau, hier. Ich habe an meinem Mikrofon ein bisschen gebastelt. Deswegen haben wir jetzt diesen wunderbaren EQ für leise Einstellungen. Sehr witzig, oder? Wie findet ihr sie denn? Gut, Hände gedient. Danke für deine Fürsorge, Isabel. Und noch einen Schluck trinken. Ja. Sollen wir es noch einmal probieren? Einmal würde ich sagen, können wir noch machen. Aber. Sagen, das ist schon irgendwie frustrierend so mit der ganzen Zeit an, aus, an, aus, an, aus. Ich mache jetzt auch einfach ein New Game, weil es bunt ist, ob ich ein New Game mache oder ein New Game. Dann kann auch kein Fehler im alten Save Game drin sein und dann. Jetzt hier wieder rüber. Könnt ihr ja zuschauen, wie lange es lädt. Ja, mit dem Filter versteht man mich nicht so gut. Ja, vor allem, wenn die Musik dann plötzlich, also wenn Musik sehr, sehr laut wird, gerade also zum Beispiel ist sie, glaube ich, auch sehr laut. Nix. Naja. Warte mal. Aber sie ist halt, der Filter ist eigentlich ganz nice für so, Dings. Halt für besondere Situationen, ne? So Effekte. Hallo, Volume Mixer. Would you please Weg ab. Thank you. Das Radioaktivzeichen. Ich weiß es auch nicht. Wir können gleich nachschauen, was das denn bedeutet.
gerade eben auch wieder ein bisschen falsch. Mach schon wieder zu. Weil wir werden ja eh gleich am Anfang überfallen, deswegen ist total witzlos. Ja, wir bauen jetzt schon mal so eine halbwegs funktionierende Operation, aber so wirklich sollten wir nichts bauen. Na, hier kommen wir noch schon mal. Ein Fuzzi und du darfst wieder was tun. Da verdienen wir ein bisschen weniger Geld. Ja, Storeroom bauen wir auch gleich noch dazu. Er ist nicht klein, einfach hier so ein. So, ich glaube, das hier reicht sogar. Dann haben wir Bank. So, na, das bieten wir, glaube ich, das hier mal durch. So, jetzt ist. Genau, aber beiden muss ich das gleichzeitig anmachen. Das ist so dämlich, wie wir das machen müssen. Naja. So ist halt, so ist halt.
stimmt, ich würde gerne noch hier so eine Türe reinpacken. Genau, jetzt passiert das da und das geht mir voll auf den Zeiger. Ach, diesmal gehen sie jetzt überall durch. Ja, wow. Okay. Erstmal einen Ingenieur kaufen. Und witzigerweise, der ist gerade nicht da gewesen, deswegen hat er überlebt. Wow. Wie witzig. Normalerweise überleben die das nicht. Der erste Angriff kommt und machen einfach alles kaputt. Er repariert erstmal alles. Ich würde mir ja wünschen, mein Engi würde sinnvoller Dinge reparieren. Wie zum Beispiel diesen fucking Tisch. Der wäre gut, komm, kannst du. Durch.
hier verkehre. Wollte auch noch mal niemand mit dem Filter grässlich. Also stimmt, ich hab den Filter immer noch an. Das hab ich vergessen. Ja, aber schlaf du gut, träum dir was Schönes, erhol dich gut. Vergessen, dass der Filter noch an war. Ist ja jetzt schön, dass die Küche repariert ist, aber das ist mir ziemlich bums. Eigentlich sollte erstmal die fucking Lampen wieder funktionieren. Dankeschön, du Idiot. Oh, plötzlich redest du wieder? Hä? Was meinst du? Hast du mich davor nicht gehört? Oder wie meinst du das jetzt? Ja, das hatte ich übersehen. Aber Dave, hast du das einfach überhört, wie ich geredet habe? Weil ich habe die ganze Zeit geredet. Ja, das war mein, der Effekt, den ich neu gebaut hatte. Hast du, scherzt du gerade rum oder hast du mich wirklich nicht als, das bin ich wahrgenommen, so von der Stimme? Nein, das war ich. Also das hier, Dave, das hier bin ich. Okay. Die Lautstärke ist also ein Problem. Unter anderem. Ich meine... Andrea, dass das so undeutlich klingt, das ist ja der Witz von dem Effekt. Ich meine, Analogtelefone, die sind halt so. Ich glaube, du erinnerst dich sehr schlecht an Analogtelefone. Aber vermutlich hast du währenddessen eben halt nicht Musik gehört. Und ich glaube, das hat schon viel getan. Ja, ich habe mir das schon mal angehört. Ich habe das davor ja schon ganz viel angehört. Aber ja. Ich werde es mir einfach in der Abmischung auch nochmal anhören. Macht ja auch nochmal Unterschied. Also ich frage mich ja echt, wie sie sich das gedacht haben mit dem, mit diesen 8 Dings. Also wie gesagt, deswegen Isabel, es sollte eigentlich nicht so ein Ding sein, dass das ganze Zeit ist, sondern das ist einfach ein für einen Moment Ding. Warte mal, wo sind denn... Wir hatten doch gerade eben noch
Ach so. Sind da... Da sind Leute gestorben. Ich habe mich gerade gewundert, so, wait, warum sind denn mir plötzlich so wenige Leute nur noch? Ah, ja. Nicht aufgepasst, sind Leute gestorben alles zu dreckig anscheinend. Ich überlege echt einfach gerade eine dritte Garage hinzustellen, weil eigentlich wir brauchen viel mehr Output. Das Einzige, was dumm ist, ich kann die nicht. Ich würde die am liebsten einfach hier komplett immer gruppieren, weil ich will doch nie, dass sie nicht alles beliefern. Muss ich eigentlich irgendwo noch ein Schlafzimmer hinbauen? Eventuell baue ich jetzt auch hier so ein Schlafzimmer hin. Wo sind denn die Betten? Ja, kann man einfach hier so zwei hinbauen. Ist dekorativ. Okay. Das ist die Frage, nutzt das jetzt auch immer? So. Haben wir dann jetzt hier das komplett alles befüllt? Kriegen wir jetzt endlich auch mal die Kohle? Okay, ich glaube, wir haben tatsächlich jetzt gerade erst die Kohle bekommen. So, warte mal. Ist ja gerade direkt im Sack. Ja, das, was hier ein bisschen unpraktisch ist, wenn ich ihnen mehr als einen Auftrag gleichzeitig gebe, dann fangen sie an, das bei beiden hinzufahren und nicht den einen erst fertig zu machen. Das finde ich ein bisschen idiotisch.
So, ich frage mich mal, wie wir da noch Punkte freischalten. Ja, und wir können jetzt tatsächlich mal speichern, weil das ist tatsächlich mal ein Speicherstand, der funktioniert. Ist vielleicht ein Bug. Das ist halt vor allem... Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach nur idiotisch. Nein, die Polizei. Und fährt sie hoffentlich nicht zu mir. Keine Ahnung, wo zu mir. Gut. Ja, dann gut Sorge. Kurz hatte ich ja Sorge. Aber diese Eckstraße gefällt mir, die ist gut. Yes, ja, wo ist Dorado? Dorado. Bison. Ich musste gar nicht an Dorado denken. Aber hallo, Bison. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? So. Genau, wir nehmen hier noch den Ben dazu. Warum bist du jetzt zweimal im Block gefahren? Ja, du, Isabel, das Leben als Gangster ist nicht einfach. Das Leben als Gangster ist nicht einfach. Eventuell kaufe ich noch dieses Stück Land dazu. Okay, 11.500 brauche ich und... Ich mache 12.000. Ich kann nämlich dann hier nochmal zwei Garagen hinbauen. Kann ich viel schneller ausliefern. Ist voll lächerlich, wie langsam das geht. Okay.
Könnt ihr mal wieder arbeiten gehen? Auch Geld. Nee. Also eigentlich können wir hier halt neben dem Drogengeschäft eine legit Front aufbauen, wo wir dann eher im Hintergrund dann einfach nur Drogen produzieren und verkaufen. Und nicht im Vordergrund. Die sind alle da. Warum trägt gerade niemand was raus? Es ist schon wieder einer gestorben. Aber woran denn? Was meinst du mit aber? Naja. So. Genau, Isabel, eine Frage: Wird es dann besser, wenn ich hier so auf die Mikrofon hänge mit dem Effekt? Ich glaube, vorhin habe ich das nämlich auch beim Testen so gemacht. Ich glaube, das wird besser dadurch. Aber wie findest du? Genau, Bison, wie findest du denn den Effekt? Ich habe den nämlich heute gebaut. Ich finde den echt ganz witzig. Jetzt ist Clipping? Jetzt ist Clipping? Nee, das ist nicht Clipping. Das ist nicht Clipping. Das ist einfach nur der Effekt. Warte mal. Ich schaue nochmal hier rüber. Ja, nee. Also Clipping ist das noch nicht. Erst wenn ich wirklich. Also ich bin noch unter Clipping. Oh. Ja. Ja. Also ich glaube es hauptsächlich die Infekte, die du da hörst. Achso. Naja. So. Aber kann denn mal jetzt irgendwer wieder hier den Leuten. Achso, die sind auch schon unterwegs. Sehr gut. Verstehe ich auf jeden Fall besser. Das ist gut. Die ist auch schwierig zu verstehen. Ja. So. Erhöhen einfach mal die Geschwindigkeit. Das Problem ist, es ist halt eigentlich nichts zu tun. Wir schauen hier zu, wie Waren rein rausgehen und das war's auch schon. Und es ist halt dummerweise auch immer dasselbe. Hier 3 von 8. Und wir bekommen kaum Geld. Das ist wirklich bad. Also wir müssen 8 Mal hinliefern, damit wir 704 Dollar bekommen. Jetzt mal bald wieder Armer zocken. Wie kommst du jetzt auf Armer? Tic-Tacs. Tic-Tacs. Nicht irgendwie so Päckchengras oder so. Der Effekt passt zu Armer. Ah. Deswegen.
So. 11.000, okay. Ja, also ich warte jetzt halt gerade darauf, dass wir irgendwie hier nochmal einen Tausender mehr verdienen. Das heißt, wir müssen aber noch mindestens 2 komplette Lieferungen machen, was halt richtig teuer ist. Also zeittechnisch. Und wir sind schon auf der schnellsten Geschwindigkeit, also wir können da nichts mehr machen. Und wir können halt echt nur hoffen, dass irgendwie keiner von unseren Leuten abnippelt, weil auch, warum auch immer. Das ist total seltsam gewesen. Vorhin sind einfach irgendwelche Leute abgenippelt. Ja, stimmt, hier, was ist denn der Grund? Desperate for food. Desperate to wash. Was? Ich meine, wir haben hier alle... Wir haben doch hier alles. Haben die sich gestuckt oder so? Seltsam. So. Okay, ihr wart hier rüber. So. Ich habe genug Geld gehabt. Wenigstens. Brauche ich nur noch mal ein bisschen mehr Geld. Kann ich mal Garagen hinstellen. Irgendwas zur Verteidigung kaufen. Ja, ich glaube, ich brauche gar nicht so viel Verteidigung. Das am Anfang war halt einmal so ein Abfuck-Moment, so zum zeigen, okay, so funktioniert die, also so funktioniert das. Have fun und danach ist eigentlich durch. Ach, das ist ja elend. Okay, jetzt sind da gerade... Du musst da hinfahren. Genau, die machen das jetzt nämlich hier fertig. So, und jetzt darf ich endlich hier nochmal Garagen hinbauen. Ach, dafür reicht das Geld schon wieder nicht.
Aber jetzt müssen wenigstens alle nur noch zweimal fahren, um tatsächlich irgendwie alle zu beliefern. Also um eine Lieferung rauszubringen. Da schwadern sie auch schon los. Und ich glaube, der erste darf sogar schon jetzt wieder auch woanders hin liefern. Oder? Der hier liefert worden. So, der liefert jetzt ab. Es ist seltsam, dass es so nochmal kurz so lang braucht, bis dann wirklich das Geld ankommt. Okay, 6 Garagen. Sehr gut. Ich glaube, jetzt muss ich es auch nicht mehr so micromanagen. Ja, das war eine gute Idee mit dieser Straße da. Ja, mal speichern. Genau, jetzt sollte ich eigentlich recht regelmäßig auch dann Profit einfahren. Dadurch, dass jetzt wirklich irgendwie 6 von denen ständig in der Gegend rumfahren. Genau, da haben wir jetzt hier eins fertig. Achso, doch noch nicht. Werden da hin. Jetzt bitte da einfahren, dankeschön. Sieht interessant aus. Ja, fand ich auch. Deswegen dachte ich so, oh, das sieht doch nice aus. Vor allem gerade, wenn man Breaking Bad kennt, ne, dann ist es vielleicht auch nochmal spannender. Einfach, weil man dann so die ganzen Inspirationen schon kennt. Okay. Ist da nicht mehr dahin. Das Einzige, was ein bisschen elend ist, ist es. Das Management hier ist nicht so von den Fahrzeugen.
Auch keine Guard. Keine sind verstorben. Das ist sehr gut. Könnten wir überlegen. Genau, wir haben eigentlich auch genügend Arbeiter. Wir brauchen da nicht mehr. Das, was wir mal machen könnten, wäre tatsächlich die einen zweiten Schedule erstellen. Den hier. Wo dann hauptsächlich in den Phasen mindestens gearbeitet werden sollte. Na komm, hier auch so eine Arbeitsphase. Hier ist tatsächlich 3, 6, 7. Was ist denn hier die längste? Die längste Dings ist. Das ist auch so. So, wir schieben es einfach alles zwei nach oben. Wie gesagt. Das heißt, statt hier machen wir das hier. Und arbeiten. Dann arbeite doch erstmal alles durch. Und die zwei werden dann nach oben geschoben. 3, 4, 5, 4, 6. So. Und eine Person. Du hier darfst dann, Nathaniel, darf dann auf dem anderen Schedule arbeiten, so dass tatsächlich immer irgendwer die Dings beliefert. Weil das ist wichtig. Soll ja immer rund laufen. Melanie abgearbeitet, so. Gut, das heißt, der hat den da oben. Oh, du kannst den hier dazu nehmen, du noch den hier. Das hier ist halt super viel Micromanagement, das ist ein bisschen schade. Daniel Ludwig, Daniela Ludwig. Können wir Leute überhaupt umbenennen? Das ist ja eine gute Frage. Mia Vasquez. Nee, können wir nicht umbenennen. So, was wir tatsächlich nochmal hinzufügen könnten, wäre nochmal ein Cleaner, weil irgendwie gefühlt. Schau nochmal, health-technisch. Sind alle gut? Oh, Libby, vielen Dank für deinen Resub. Vielen lieben Dank. Okay, was ist denn ihr Schedule? Ein bisschen Pause. Genau, und wo ist hier die Cleanliness? Mit hier ist es ein bisschen dreckig. Ist sie gerade vielleicht auf Pause? Schedule, wie ist es gerade? 22.57. 22.57. Ah, okay, sie hat auch gerade Pause. Sie arbeitet gleich weiter, das heißt, wir können dann mal gleich schauen, wie es sich entwickelt und ob das dann besser wird. Na, ah, ist hier. Ist die ganze Klo sauber? Nee. Die ist jetzt noch was. Geht sie aufs Klo? Geht nochmal duschen. Ruht sich auch nochmal aus, hallo? Ich dachte, du hast jetzt Arbeitszeit. So, 1 Uhr. Oh nee, da hat die auch noch 2. Ich hab auch so auf den falschen Schedule geschaut.
Okay, eventuell will ich tatsächlich da nochmal einen zweiten Cleaner. Ja. Weil ich glaube, der Dreck nimmt gerade schon arg überhand. Oh, besser. Ja, ohne dass wir es gemerkt haben, sind tatsächlich hier alle fertig geworden mit ihrem Job. Bisschen witzig ist es ja schon. So. Ich glaube, jetzt könnte man sogar auch zu langsam diese Grow-Geschichte hier noch mal ein bisschen vergrößern. Oder? Was meint ihr? Eigentlich schon, ne? Ich könnte mal noch mal einen ausgewählten Posten, noch mal so ein Beet hinbauen. Hier so. Die Frage, brauchen wir noch mal so einen Trockentisch? Ich glaube, der Trockentisch ist genügend. Wir brauchen nicht noch mehr. Jetzt auch mit gewinnen. Ich glaube, es passt auch so vom Durchsatz. Ne? Also bleibt hier nicht lange liegen, bleibt da auch nicht zu lange liegen. Uns hat eh zwei Arbeitspositionen. Und daher, ich glaube, die Leute sind ganz gut beschäftigt. Also höchstens, wenn man echt noch mehr Leute drauf wirft. Könnte das was werden? Ja, komm. Ich werfe hier nochmal einen Worker drauf. Ich meine, mittlerweile habe ich das Geld, ja. Das Einzige, was noch fehlt, ist nochmal in der Küche anscheinend. Nochmal so ein Herd. Schauen, Cleanliness, ja, das schaut jetzt sehr viel besser aus. Wollen wir nochmal schauen, ob alle gesund sind. Sind auch alle gesund? Ist irgendwer krank? Nee, niemand krank. Bisschen schmutzig sind die Leute. Das heißt, eventuell genau den Waschraum könnten wir nochmal ausbauen. Das heißt, am sinnvollsten wäre es eigentlich, wenn wir den Gemeinschaftsraum hier rüberschieben. Ja. Einfach hier selbe Größe. Ach, ich habe dafür kein Geld. Okay, ja, dann nicht. Müssen wir jetzt eh mal warten. Was ist das denn? Strom?
Oder... Ach so, müde. Ja, ich habe hier zwei Betten hingestellt. Für euch. Die dürft ihr auch schon verwenden. Ich sehe schon dadurch, dass ich jetzt versuche, weniger Micro zu managen. Braucht es dafür dann jetzt wirklich auch länger? Bis. Okay, oder? Bis alle Bedingungen erfüllt sind. So, jetzt habe ich wieder Kohle. Jetzt kann ich hier Staff Breakout Room 3 alles hier rüberschieben. Und dann das Klo wird erweitert um die hier. Wir nehmen die Türe und tun sie darüber und erweitern um nichts, weil wir kein Geld mehr haben. Das Witzige ist, ich kann ihnen aber auch nicht sagen, dass sie nicht arbeiten sollen. Es wurde zwar vorhin mal im Dings gezeigt, aber irgendwie, du siehst, man kann sie nur ruhen oder arbeiten lassen. Ich weiß nicht warum. Oh ja, mir soll es ja recht sein. Aber guck, der hier geht schlafen. Oder die gehen schon schlafen. Man muss sie nur dazu zwingen oder so ähnlich. Jetzt mal so eine Dusche, da war noch mal so ein Klo und für den Rest noch kein Geld mehr. Jetzt soll ich diesmal endlich dann umsortieren, dass die tatsächlich beieinander stehen. So. Hä? Da drüben ist doch eine Dusche. Hallo? Okay, ich glaube, der war da gerade ein bisschen stuck. Okay, du bist sehr, sehr filthy. Du krank? Ja, weißt du, er hat gerade geputzt. Okay. Oh, neue Mitarbeiter.
hier dran stehen und denkt sich, oh, ah. Frag mich, warum der krank geworden ist. Aber gut. So. So. Anscheinend auch, wenn zu viele Leute parken, können die nicht alle können die nicht abgeben. Bisschen witzig. Okay, kannst du bitte noch hier die letzte Abgabe machen? Das wäre fantastisch. Ah, dass sie das nicht priorisieren, das ist so weird. Das ist Zitat. Er wird hidden in church. Definitely. Jahr her. Naja, so lange schon wieder her, ne? Ja, krass. Also was ein bisschen schade ist. Ich meine, wir warten jetzt hier wirklich sehr lange, dass irgendwas passiert, dass wir irgendwie Geld zusammenbekommen. Und es ist halt, ich weiß nicht, es ist irgendwie, wir haben immer noch zu wenig Geld. Ich meine, vielleicht haben wir auch am Anfang einen Fehler gemacht. Vielleicht hätten wir am Anfang direkt irgendwie uns irgendwie eine... Hier
und Art kaufen müssen. Und keine Ahnung, hier so ein Laundromat aufbauen. Werden wir vielleicht machen müssen. Neue Sorten, ja. Und bis jetzt scheint es nicht so, dass wir das können. Ich meine, da können wir noch nachschauen. Ja. Ne. Ich glaube, dafür müssten wir hier Dinge freischalten. Aber dafür brauchen wir Punkte. Okay, das ist ein gutes Overlay hier drüben. Wir sehen so viel davon. Oh ja, das sind halt so... Hä? Warte mal, was? Ach so, wir müssen an die Universität... wait, aber wir haben doch an die Universität... Ach so, haben wir an die Universität noch nicht geliefert? Okay, warte, dann machen wir das so. Alle liefern jetzt an die Universität. We do not care about anything at all. Just the fucking university. Get it done. Ja. Ich meine, wir können doch hier Henry irgendwie glücklich machen, aber... Hier fühlt doch auch was. Ganz genau. So, aber fixt sich dadurch wirklich jetzt dieses Problem? Kriegen wir jetzt hier instant irgendwelche Punkte? Ja, wir kriegen instant irgendwelche Punkte. Okay. Genau, damit kriegen wir irgendwann das Meth Starter Pack freigeschaltet. Genau, hier werden dann Cocaine, das dann irgendwann später im Dings kommt. Und hier kriegen wir mehr Outfits und Shit. Aber jetzt könnten wir erstmal einen besseren Tisch. Oder eben, genau, die verschiedenen Cannabispflanzen, die wir hier anbauen können. Genau, und wenn wir den, hier in den Waffenshop liefern, dann können wir hier Waffen freischalten. Oder eben auch Rüstung. Oder Fallen. Und dasselbe hier mit dem... Eventuell hätten wir auch einfach mal so ein Fahrzeug freischalten sollen, so ein Auto. Können wir mal unsere Flotte von Mobbits austauschen. So. Toasted Cannabis. So, und jetzt die Frage, was braucht ihr denn? Sie brauchen Licht und Wärme. Also. Heats the surrounding area. Das heißt, wir müssten ihnen sowas irgendwie bauen. Ich glaube einfach, wir müssen den
den Grower-Baum erweitern. Die Frage, wie wir es machen. Aber ja. Es ist jetzt eine Frage, würde ich sagen, für ein andermal, weil es ist 23.30 Uhr. Das ist jetzt mein Dings. Ooh. Wir haben eine Crowbar bekommen. Yeah, Crowbar. Oh. Achso, stimmt. Wir könnten mal eine Room Group erstellen, damit wir einfach mal dieses Ding bekommen. Dann. Hier, Room Group. Room Group. New. Steph. Bam. Assign a room group to an employee. Close fun reduction. Yeah, cool. Das heißt, wir könnten jetzt irgendwelchen Leuten Kopfhörer aufgeben und dann wird die nicht so schnell langweilig. Das kostet 125. Schon ziemlich Investment. Genau, also das Spiel kann auch so einige, noch so ein bisschen was. Ne? Wir können jetzt zum Beispiel auch sagen, hier darf nur noch dieses Toasted Cannabis hin. Und genau. Also ich glaube, für Toasted Cannabis muss ich tatsächlich hier die Bude ein bisschen umstellen. Weil das funktioniert gerade so hier nicht mehr. Eventuell müsste ich zum Beispiel das hier so ein bisschen zusammenstellen, damit das, keine Ahnung, irgendwie so, damit wir hier den Raum erweitern können. Hier nochmal eine Dusche hinstellen. Aber dann hier einfach. Weiter rein. So zum Beispiel. Oder wenn wir tauschen. Dann haben wir jetzt hier sogar zwei Reihen wieder für mehr Platz für den Grower Room. Dann haben wir auch weniger Platzverschwendung. Sieht so ein bisschen arg gequetscht und hässlich aus, finde ich. Naja, so ist halt. So ist halt. So. Aber ja, ich würde tatsächlich jetzt an dieser Stelle mal aufhören. Wir reichen jetzt auch nochmal auf. Dass ich dann doch noch irgendwie weiterspiele. Und genau, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an die Entwickler, die mir den Key zur Verfügung gestellt haben. Es hat noch einige Bugs, wie ihr vielleicht jetzt gesehen habt. Aber es hat durchaus Potenzial, wenn jetzt der Leerlauf vielleicht auch ein bisschen geringer wird. Weil, also gerade am Anfang, ich muss zugeben, ja, wir haben jetzt verpasst, dass wir früh anfangen, irgendwie hier die Universität irgendwie mit Drogen zu beliefern. Aber ich muss auch sagen, wenn wir das getan hätten, wenn wir auch ein bisschen nur von unseren Drogen an die Uni gegeben hätten, oder hier, um Fahrzeuge zu kaufen an hier, keine Ahnung, wer das ist, an den Mechaniker, dann hätten wir nicht genügend Geld gemacht, dann hätten wir zu wenig Geld gemacht. Ich habe jetzt schon nur $306. That is not enough. That's quite bad. Genau, und deswegen, ja, ich glaube, da, also klar, also vielleicht ist es eher so ein, da muss noch ein bisschen Balancing hin, damit wir sagen können, ja, okay,
dass das funktioniert, weil irgendwie aktuell sieht das noch nicht ganz so aus, als ob das hier einwandfrei ist. Aber naja, es ist noch im Early Access, sie haben noch ein bisschen was geplant. Und jetzt ist erstmal heute der Release gewesen, der Early Access Release, und bin jetzt mal gespannt, was noch draus wird. Auf jeden Fall, sage ich euch eine gute Nacht. Verschalte Isabelle ran. Gut, nach diesen Katze muss ich nicht verabschieden. Dave, falls du noch da bist. Bison, falls du noch reinschaust, ne? Ja, Andrea ist schon gegangen. Schlaft ihr alle gut, auch an den lieben Lurker. Schön, dass ihr hier wart. Lebende lurkende Menschen. Auch ohne euch ist es hier ein bisschen Unsinn, deswegen finde ich gut, dass ihr da seid. Genau. Und wollte ich noch sagen? Genau, falls ihr zum ersten Mal hier reingeschaut habt, mein Name ist Gerun. Ich streame hier ständig neue Spiele. Definitely Not Fried Chicken war jetzt eins der Spiele. Wir kamen leider nicht so weit, wie ich das gerne gehabt hätte. Eventuell spiele ich das nochmal ein bisschen offstream und dann, keine Ahnung, baue ich hier einfach mal so vielleicht ein YouTube-Video oder so. Aber ja. Genau, und ich muss sagen, auch das hier, ich fände es schön, wenn wir einfach die groupen könnten. Wenn wir sagen könnten, ja, hier alles. Also, weil wenn ich jetzt ständig von den einen immer das machen muss, das ist so ein bisschen viel Micromanagement. Und ich fände es schön, wenn ich alle auf einmal abfrühstücken könnte. Weil guck, jetzt muss ich alle müssen sich jetzt zum Jonathan schicken, damit die alle mal beim Jonathan vorbeischauen. Oder hier die alle zum Henry noch, damit die nicht alles nur an die Uni liefern. Damit auch Henry irgendwann mal seine Drogen für den Abend bekommt. Und ach ja. Und da wir gerade, wie gesagt, noch mit Mopeds arbeiten, die ja nur eine Kiste rumschicken können und wir meistens 8 Kisten brauchen, ist es halt ein bisschen elend. Mit dem Auto müssten wir jetzt einfach nur 2 immer an den Ort schicken. Das würde dann schon eher gehen. Aber bis dahin ist es halt noch ein Stück. Ja. Aber gut. Genau. Isabelle hat auch nochmal den Beilink in den Chat reingeworfen, falls ihr euch das Spiel holen wollt oder was ihr denkt, so, oh, mindestens mal Wishlisten, damit ich mir irgendwann mitbekomme, wenn wieder Content-Updates kommen oder wenn der RS0 Release dann irgendwann kommt. Aber ja. Genau. Und natürlich hier, schaut auf YouTube rein. Da kriegt ihr auch die ganzen Videos von hier, die ich dann zerschnibble in die Highlights, damit ihr auch sagt, okay, wir haben jetzt irgendwie irgendwas verpasst. Dann findet ihr das trotzdem dort. Und genau, und ab und zu gibt es natürlich auch extra Content. Ich überlege tatsächlich auch irgendwie besonderen extra Content auf YouTube zu posten. Also falls euch YouTube-Videos interessieren, lasst auch gerne dort einen Sub da. Haben wir das, glaube ich, alles gesagt. Gute Nacht dann. Noch was Schönes. Und bis zum Freitag. Hey.